Hallo, mein Lieben, und einen ganz, 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 ganz tollen Tag wünsche ich euch heute. Ja, heute geht es um das Thema, warum habe ich eigentlich Reborn-Babys und warum gibt es sowas überhaupt? Denn ich werde ganz oft gefragt von Leuten, die meinen Kanal das erste Mal sehen, hey, was ist das überhaupt und warum hast du sowas? Und ich dachte mir, es gibt bestimmt einige Leute, die gar nicht wissen, warum es sowas überhaupt gibt. Und deswegen wollte ich heute mal ein Video darüber machen und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. So, ich habe direkt mal die Mail dazu geholt, weil sonst ist es ja auch ein bisschen langweilig für euch, wenn ihr zuhört. Ja, sie kann jetzt ein bisschen mitzuhören. Und dann wisst ihr direkt, wenn ihr zum Beispiel Leute seid, die nicht wissen, was das hier ist. Wisst direkt, was es ist und wovon ich hier gerade rede. Das ist ein Reborn-Baby. Und Reborn-Babys sind Puppen, die extra dafür gemacht, also die extra so gemacht werden, dass sie aussehen wie echte Babys. Wenn ihr seht, das Licht ist jetzt gerade sehr doof, weil ich direkt am Fenster stehe. Aber das ist zum Beispiel ein Reborn-Baby. Und ja, sieht halt aus wie ein echtes Baby. Und es gibt noch mehr, die noch mehr aussehen wie echte Babys. Es gibt auch Silikonbabys, die komplett einen Körper wie ein echtes Baby haben, so bewegt sind wie echte Babys. Ja, und ich habe Reborn-Babys, weil ich einen Kinderwunsch habe einfach. Das ist einfach das meiste oder der meiste Grund, warum Leute überhaupt Reborn-Babys haben. Denn ja, es ist so ein kleines Stück, du hast ein Kind, weil es gibt auch ganz viele Mütter, die haben. Können einfach keine Kinder bekommen und deswegen haben sie sich so ein Baby gekauft. Einfach damit sie mit dem spazieren gehen können, damit sie einfach, wenn sie zu Hause in ein Zimmer gehen, wo das Baby drin liegt, dann haben sie einfach Glücksgefühle, weil sie das Baby sehen und sie haben einfach dann ein Stückchen Baby zu Hause, wo sie kein Kind kriegen können. Ja, das ist halt, bei mir ist es halt so, dass ich wahrscheinlich doch Kinder kriegen kann, ich weiß es noch nicht. Aber bei mir ist halt so, dass ich einfach noch zu jung bin und meine Schule machen möchte. Und ich habe ja angefangen damit, da war ich 14. Und das ist natürlich viel zu jung. Und ja, ganz stark habe ich das gehabt mit 16 und jetzt auch noch so ein bisschen mit dem Kinderwunsch. Und da habe ich auch sehr groß darüber diskutiert mit meinem Freund, also Felix. Und ja, da hatten wir schon einige Auseinandersetzungen und. Ja, also ganz stark ist im Moment auch wegen meiner Nichte, weil ich ja jetzt ein echtes Kind in meiner Umgebung habe und ich da mir echt blöd vorkomme mit meinen Reborn-Babys. Aber ja, es ist halt einfach so, dass es einfach meine Babys sind, die mir halt schon sehr viel bedeuten und die halt schon ein wichtiger Teil für mich sind. Und ja, mir helfen sie einfach und ich denke, allen anderen Menschen, die solche Babys haben, helfen sie auch. Ganz stark ist es ja in Amerika und in England. Da haben ganz, ganz viele Mütter solche Babys. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ist da der Kinderwunsch höher oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt das Ganze auch aus Amerika. Und ganz, ganz viele Babys kann man auch nur in Amerika kaufen, weil die ganz, ganz berühmten Hersteller und Reborner wohnen alle in Amerika. Und die ganz, ganz tollen Bausätze kommen auch aus Amerika. Also zum Beispiel, wenn man Bonnie Brown kennt. Ich weiß nicht, ob die genau aus Amerika kommt. Auf jeden Fall werden ihre Babys ganz oft in Amerika verkauft. Und ja, also die kommen auf jeden Fall aus Amerika. Und da haben auch ganz, ganz viele Eltern und auch Kinder einfach diese Reborn-Babys. Ich glaube auch ganz, ganz viele Leute einfach nur aus Spaß. Nicht wegen diesem Kinderwunsch. Ich habe da mal mit einer Engländerin, also mit einer Amerikanerin geschrieben, warum sie sowas hat, weil sie ist auch YouTuberin. Kannst du mal kurz reinkommen? Und sie ist, glaube ich, 15 ungefähr und sie hat keinen Kinderwunsch. Sie macht das einfach nur, weil sie das gern hat, mit diesen Babys was zu machen. Ja, sie macht das einfach, weil sie es gern hat, mit ihnen rauszugehen, mit dem Shoppen zu gehen. Sie findet es einfach toll und sie geht damit auch voll offen um. Und in Amerika ist es auch komplett was anderes, ein Reborn-Baby zu haben, als hier in Deutschland zum Beispiel. Hier in Deutschland kennt es einfach kaum jemand. Und deswegen ist es total, du wirst total bescheuert angeguckt, wenn du sowas hast. Und in Amerika ist es schon normal, sowas zu haben. Es gibt da auch extra schon Läden für, es gibt da extra Kleidung für, also wirklich Geschäfte, wo es nur um Reborn-Babys gibt. Da gibt es Reborn-Babys, extra Kinderwagen und das ist echt, echt richtig krass. Und wenn man da halt
Also da ist es halt vollkommen normal, so ein Baby zu haben und hier in Deutschland nicht. Zum Mülleimer nehmen. Mehl kann aus dem Fenster gehen. Ja, also deswegen ist der ist so ein bisschen nach Deutschland geschwappt. Es gibt auch schon, also ich finde, seitdem ich angefangen habe, kurz bevor ich angefangen habe, war es noch relativ klein in Deutschland. Also ich habe, auch wenn man das so gegoogelt hat, richtig wenig gefunden in Deutschland. Einfach das meiste war einfach in Amerika. Und als ich angefangen habe mit den Babys, konnte man auch kaum welche in Deutschland kaufen, habe ich das Gefühl gehabt. Also ich habe da sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Und seitdem ich jetzt so, also seitdem ich das schon über ein Jahr mache, also mit YouTube auch und allgemein mit Lernungs habe ich das schon 3 Jahre jetzt, ist es schon ein bisschen mehr geworden. Also ich finde das krass, wie schnell und exponentiell sich das entwickelt. Also es wird ja immer, immer mehr von Jahr zu Jahr. Und ich finde das richtig, richtig gut, weil das Hobby auch einfach kein schlechtes Hobby ist. Ich meine, ihr müsst euch überlegen, ist es besser, dass jetzt immer mehr Jugendliche, die einen Kinderwunsch haben, einfach jetzt Kinder kriegen? Das ist doch auch nicht gerade sinnvoll. Und deswegen finde ich, solche Babys sind zwar teuer in der Anschaffung, aber ein echtes Baby ist auch immer noch viel teurer, muss ich auch überlegen. Finde ich sehr, sehr praktisch. Und auch für Mütter, die einfach keine Kinder kriegen können, die zu Psychologen gehen und selbst die Psychologen empfehlen denen so ein Baby. Und wie viele Therapien gibt es, wo einfach solche Babys gebraucht werden? Kannst du gleich, wenn du fertig bist, mir nochmal nach nebenan gehen? Mal gucken. Ja. Gut, machen wir. Ich jetzt da stehen bleiben? Nö, Ich will kannst das du gerne. Video jetzt beenden. Willst du es Achso. beenden? Du kannst Tschüss sagen. Okay. Worum ging das Thema? Warum ich Biberon-Babys habe. Oder warum allgemein Menschen Biberon-Babys haben. Okay, warte. Wenn ihr noch Fragen zum Thema habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare und hiermit beende ich das Video und wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr das Video guckt.